wird es rot. Vielleicht. Ja, ist immer noch grün. Dann wird es immer rot. Da ist rot. Das ist grün. Jetzt wird es gelb. Sugoi. Ja, wie ihr seht, richtig krasser Ausblick. Richtig hoch sind wir hier. Also wenn ihr mal in Tokio seid, kommt auf jeden Fall, müsst ihr in dem Rathaus hochfahren. Dann kommt man kostenlos hoch bis zum 45. Stock. Und dann könnt ihr echt die Aussicht genießen. Rundrum 360 Grad, geht einmal rum. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr nicht das Geld für den Tokyo Tower habt oder nicht unbedingt hin hoch wollt, dann lohnt sich das Rathaus auch vollkommen. Und wie gesagt, es ist voll lau. Und die Aussicht ist einfach krass. Kyoto. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine schöne Aufnahme hier. Wir sind jetzt gerade in einem Park. Shibuya Park. Riesiger Bambus. Na, so riesig ist er nicht. Fetten Tempel gibt es hier irgendwo. Wir gucken mal. Ja, wir sind jetzt am Treasure Museum. Aber heute ist hier ziemlich wenig los. Ich glaube, es ist zu. Wir sehen hier auf jeden Fall noch Teile des Shibuya Parks. Ich habe jetzt echt in den letzten Tagen recht wenig hier aufgenommen. Da war jetzt gerade eine schöne Eiche hier, ist jetzt da weggehopst. Da hinten sehen wir Empire State Building, quasi. Ja, hier ist der Park, da fließt ein kleiner Fluss lang und hier gibt es, ein paar Leute sind auch unterwegs, hier gibt es eine schöne Wiese. Ist ein etwas größerer Park hier wiederum. Der Shibuya Park mit halt einem großen Tempel irgendwo in der Mitte. Mal gucken, ob wir da noch hingehen. Und hier wäre dann halt das Museum irgendwie, aber es wird wohl zu sein heute. Zumindest ist hier nichts los und ist alles dunkel. Ja, naja. Und es regnet heute. Erster Tag in Tokio, wo es regnet. Mal gucken, wie es sich so weiterentwickelt. Mal schauen. Wir sind am Tempel, mitten im Wald. Da hinten seht ihr vielleicht noch den Turm, das Hochhaus. Und wir sind mittendrin, es geht einmal rundherum. Mit dem einen Eingangsportal, da hinten ist auch noch Weg. Und hier sind plötzlich wieder ganz viele Leute. Ah, oh, er sieht schon stark aus. Starker Tempel. Obwohl halt nicht so verziert innen. Aber halt vom Bau her geil. Nicht so golden wie die anderen. Ja. Ja. Diese lange Straße führt zum Südeingang des Tempels, der ein Schrein ist. Der Tempel ist nämlich ein von den Shintos und deshalb ist es ein Schrein und kein Tempel. Und deshalb. Ja? Ach, ich sollte ein Foto machen. Ja, habe ich wieder nicht mitbekommen. Jetzt sind wir auf die Tokyota Champs-Élysées sozusagen, auf der großen Einkaufsstraße. Hier gibt es Max Brenner, eine Chocolate Bar. Sieht recht fancy aus mit den Sachen. Aber dort vorne seht ihr eine Schlange. Und die geht da hinten mehrere Meter. Und die warten alle auf dieses komische Café, damit ihr reingehen könnt und ihre Marshmallows in Schokolade grillen. Da sind eigentlich auch nur Frauen drin, ne? Ja, es sind fast nur Frauen, ja. Oder halt Freundin mit ihrem Freund. War echt fast nur vor. Es ist ja. Die starten hier wahrscheinlich und stehen hier dann erstmal eine Stunde. Krass. Am Brück der Welt. Shibuya. Die Station ist nahe. Hier geht's runter zum Metro. Wir waren schon mal in Shibuya, jetzt sind wir nochmal hier. Das ist jetzt gerade der westliche Teil des Bahnhofs und da kommt die Ginza-Linie auf dieser Brücke. Und fährt dann dort in die Hauptstation, die jetzt irgendwo hinter diesem, ja, Vorhang ist. Es ist doch einigermaßen was los hier wieder. Und lustige Musik auf einem Auto natürlich. Und es gibt hier einige Läden, sogar Lindt-Schokolade, echte Lindt-Schokolade. Hier ist ein Plan davon. Wir sind da unten und es geht dann weiter nach Norden, wo wir hin müssen, weil dort unser Bus dann abfährt. Am 1. Januar, also in
drei Tagen. Ja, ich glaube in drei Tagen ist es. Heute ist der 29. Abends am 1. fahren wir wieder zurück. Und hier sehen wir schön wieder die Skyline und natürlich ganz viele Leute. Aber der Teil von Shibuya ist gar nicht so bunt. Hier ist es recht wenig im Vergleich zur anderen Seite. Mal sehen, da mache ich bestimmt auch ein Video. Komm zu spät. Nein. Ja, gerne nochmal warten. Ja, wir warten nochmal. Alles egal, wir müssen ja jeder irgendwie rüber. E 50.000 Leute. Ja, natürlich bleib ich vor deiner Kamera stehen. Lass uns mal vorne in die erste Reihe stellen. Ja, genau. Ja, okay, machen wir. Machen wir das so fast. Ah ja, und da oben ist Mark City. Da müssen wir dann, da ist unser Busterminal irgendwo. Jetzt geht's gleich los. Wir sind alle bereit. Jetzt kommen sie alle. Tod und Verderben. Tod und Verderben. Ja, erstmal Film. Erstmal Film. Ja. Da ist noch nicht so viel los. Geht noch, ne? Ja, es ist gleich wieder rot. Einmal von der anderen Seite. Krass. Das ist nur normale Comic-Messe oder was? Komm mal. Wo ist eine Klappe von Horn? Ist nicht nur ein schöner Ort, das ist ein richtig schöner Ort. Und die Sonne geht drin, da passt natürlich perfekt. Strand in Tokio. Und die Rainbow Bridge. Rainbow Road, ich will Rainbow Road fahren. Und die Sonne geht unter. Und da drüben ist übrigens das Tokio Fernsehstudio. Tokyo TV. Wer Digimon geguckt hat, wird es kennen. Ja, wir sind mal am Tokyo Bay, die Sonne geht unter. Hinter mir seht ihr möglicherweise die Freiheitsstatue. Die kleine Freiheitsstatue, die es hier gibt. Die ist etwas kleiner als in New York. Eine Nachbildung. Die Japaner haben wirklich alles nachgebaut hier. Da hinten seht ihr nochmal die Rainbow Bridge. Und ja, hier ein großes Schiffchen, dann hier ringsrum ein paar Hochhäuser. Also wir sind hier echt, obwohl schon diese Inseln am Hafen sind, immer noch mitten im Pulk der Menschen. Hier ist einiges los, vor allem Touris natürlich, aber auch sonst ein paar Japaner, die einfach mal rauskommen wollen. Und man sieht, wie die Sonne langsam untergeht. Ist auch echt schön, da unten ist ein kleiner Strand ja, wo es dann doch echt nett ist, auch mal sich hinzusetzen und einfach ein bisschen zu entspannen. Und ja, wir werden uns wahrscheinlich bald auf den Rückweg machen, denn jetzt ist es dunkel gleich. Und dann gibt es zwar viele Lichter zu sehen, aber wir wollen auch irgendwann wieder zurück. Ja, und da seht ihr nochmal schön die Sonne, in der Mitte nochmal eine kleine Insel. Und die Brücke. Ja, so ist Tokio. Mal sehen, was als nächstes auf der Liste steht. Ich will auf jeden Fall noch zum Stadion und morgen ist Silvester, dann gibt es Fettfeuerwerk. Werden wir hoffentlich auch wieder hier sein. Mal gucken. Ich wünsche euch was. Und das hier ist übrigens kein Bier oder Alkohol oder so. Ich trinke natürlich ganz vorschriftsgemäß alkoholfreie Getränke, damit auch keine Probleme mit irgendwelchen, keine Ahnung, schlechten Gewissensbissen gibt oder keine Ahnung. Ja, ganz, ganz vorschriftsmäßig. Ja, und so sieht's hier aus. Na gut, dann macht's mal gut. Bis später. Dun, dun, dun.
Jetzt kommt dieser Tune. So was Geiles. So was Geiles. Geil, aber einfach die Autos und so da schon, ne? Und den Tokyo Tower, ne? Geile Brücke auch einfach. Sogar schon manuelle Schranken in einem Haupt, in einem Haus auf, irgendwo im 6. Stock. Büro. Da ist ein Zebrastreifen. Und jetzt ist wieder rot und jetzt auf die andere Seite gehen. Stark.